das ist das Letzte, was ich jetzt sagen muss. Auf der internationalen Modellbahnausstellung 2019 in Göppingen und habe mit der Anlage Moselbrücke eine der faszinierendsten Spur-Z-Anlagen gesehen, die ich jemals gesehen habe. Wie haben Sie das geschafft? Ja, alles im Selbstbau, entstanden aus einer Idee durch unsere jährlichen Treffen in Zell an der Mosel. Kannten sehr viele Zettis diese Brücke, weil sie selber schon mal rübergegangen oder gefahren sind. So kam die Idee, bau doch auch mal diese Brücke nach. Ist komplett auf dem Computer entstanden, nach Maßangaben, eigenen Fotos und so weiter. Im CNC-Verfahren aus Polystyrolplatten gefräst, dann Stück für Stück alles zusammengebaut. Mittlerweile ist sie seit 3,5 Jahren unterwegs im In- und Ausland, bekannt durch Funk und Fernsehen. Und macht immer noch viel Spaß damit zu fahren. Es werden immer neue Garnituren darauf eingesetzt, sodass es auch nie langweilig wird. Insgesamt 12 Gleise, die ständig besetzt sind und die Züge im Wechsel fahren. Die Anlage ist digitalisiert und seit einem Jahr fahren sogar Fahrzeuge darauf. Der Betrieb läuft so flüssig und ohne Stocken, dass manch ein Z-Freund staunt und vielleicht ein bisschen neidisch wird. Wie schaffen Sie das? Ja, das A und O ist eigentlich die Reinigung der Maschinen. Die Lokomotiven müssen regelmäßig gewartet werden und natürlich auch die Schienen gesäubert werden. Und man wundert sich, was die so an Staub und Dreck innerhalb ein paar Messetagen aufsaugen. Und das muss entsprechend dann gereinigt werden, wenn laufen. Wo wir gerade beim Thema Messe sind, wie lange dauert es, die Anlage in Betrieb zu setzen?
vom Ausladen aus dem Fahrzeugaufbau bis die ersten Züge fahren ungefähr 2 Stunden. Und wie viele Jahre sind vergangen von der Idee bis zur Fertigstellung? Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung waren ungefähr 3 Jahre. Wow. Aber zwischendurch ist halt viel nicht gemacht worden in der Zeit. Weil ich da zu der Zeit noch mit einer anderen Anlage, der Hamburg-Altona, als Bahnbetriebswerk auch in Spur Z mit der Doppeldrehscheibe unterwegs war. Ah ja. Ja, ich kann Sie nur beglückwünschen zu der Anlage und danke für die Auskunft. Тебе все видно? Ой. Ой. Сверху? Да.